Herzlich willkommen auf Deluxe TV, Leute. Ich möchte euch heute mal eine relativ schöne Seite vorstellen. Nämlich, ihr kennt es ja bestimmt alle, wenn man sich ein PC-Spiel kaufen möchte, gibt es ja auch verschiedene Seiten, wie zum Beispiel Gamecase for Me, MMOGA, Gameladen und so weiter. Von den Preisen sind sie natürlich immer alle unschlagbar, sage ich mal, zum normalen Einzelhandel. Und ich habe immer so ein bisschen geschaut, wo man sparen kann, welche Seite jetzt am besten ist. Was sich bei allen anzumelden und immer wieder zu gucken, ist ja auch relativ stressig. Deswegen habe ich mich noch mal ein bisschen umgeschaut und habe dann nach längeren Suchen die Seite kinguin.com.de gefunden. Und ich habe gemerkt, dass sie nicht ganz so viele Leute kennen, dass sie nicht so extrem bekannt ist. Sprich, bei YouTube hört man immer nur von MMOGA, hört man immer nur von Gamecase for Me, wie es da Rabattcodes gibt und so weiter. Aber die Seite Kinguin, muss ich sagen, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich bin hier gerade auf Battlefield 4 drauf. Hier gibt es Battlefield 4 für 25 €, was ich auch super gut finde vom Preis. Dann hat Kinguin heute ein super Angebot, nämlich dieses Monatsende. Da, Entschuldigung. Das Monatsende Angebot. Dort kriegt ihr nämlich Battlefield 4 plus Call of Duty. Ja, Ghost im Bündel halt für 57 €, was ich auch super vom Preis finde. Ja, sonstiges gibt's hier auch noch, klar. WoW, Call of Duty, halt alles, was man so auf dem Markt heutzutage kennt. Ich habe da noch ein kleines Beispiel jetzt zum Schluss, nämlich, falls ihr mir jetzt nicht glaubt, oh, das ist bestimmt eine Fake-Seite oder man muss Ewigkeiten auf den Key warten oder weiß der Teufel was. Dazu kann ich nur sagen, ich hatte letztens noch 1 € übrig und wollte mir irgendein Spiel kaufen. Wusste aber nicht welches, hab hier die 1-Euro-Liste bei Kinguin durchgescrollt und bin irgendwann auf Burnout gekommen. Hier, Burnout The Ultimate Box für 1 €. Habe es mir dann sofort bestellt, weil ich mal wieder Lust hatte, nebenbei mal wieder was anderes zu spielen. Und ja, hier seht ihr es. Burnout Paradise The Ultimate Box Origin K. So. Und zack, war's drauf. Und hier zum Ende folgt nochmal ein kleines Gameplay dazu, ganz kurz, damit ihr auch seht, dass ich das auch wirklich besitze. Ja, Leute, guckt euch die Seite an. Scrollt ein bisschen durch. Von der Ordnung her ist sie auch sehr top. Mit den ganzen Plattformen, Genres, alles super eingeteilt. Da kann man nichts zu sagen. Der Support habe ich jetzt selber noch nicht getestet. Aber ich finde schon, am Live-Chat ist online und das am Sonntag um 14 Uhr. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Und vor allem, ein Freund von mir hatte schon, glaube ich, mal ein kleines K-Problem. Da hat der Support angeschrieben, nach 5 Minuten war das Ding gelaufen. Alles wieder schick und schön. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt die Woche. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.